Hey Leute, wartet mal kurz. Es ist ja Special Folge, Teil 10. Herzlich willkommen zu Teil Nummer 10, Digga. Freunde, was geht ab bei euch? Freunde, ich heiße euch herzlich, wie es in der Schule gesagt wird. Freunde, ich habe gerade über 15 Minuten. Sehr geehrte Damen und Herren, der Kaffee ist vorbereitet, Freunde. Für den heutigen Teil, ich sehe gerade, du hast eingeschaltet. Heute ist nicht Kaffee am Start. Sehr geehrte Damen und Herren. Für den einen oder anderen, der ein bisschen schadenfroh ist, ihr könnt wieder lachen, Digga. Das Mikrofon war nicht angeschlossen. Ich habe wieder mal 15 Minuten oder 20 Minuten geredet und der Sound war miserabel und ich will euch das nicht geben. Deshalb werden wir wieder von neu anfangen und diesmal mit einer Qualität. Ich habe mich extra fresh gemacht für deine Hochzeit. Ich glaube, der eine oder andere hat es schon mittlerweile mitbekommen. Ich habe einen Sakko an und das Ganze hat zwei Gründe. Erstens, es ist Special-Folge, Teil 10. Und deshalb möchte ich, dass ihr dieses Video zerlegt. Ich weiß, es ist vielleicht zu viel verlangt, aber ich zähle auf euren Support und ich zähle auf meine Community. Also 500 Likes und die Special-Folge hat es in sich, Freunde. Wenn wir die heute knacken, Digga, ich küsse eure Herzen. Und die zweite Sache, wenn wir 25.000 Abonnenten knacken, dann haben wir alles erreicht, Digga. Dann können wir heute noch feiern gehen und mit Stolz sagen, dass unsere Community 25.000 Männer sind, Digga. Eine heftige Community, die dasteht und Power hat. Und die zweite Sache, warum ich dieses Sakko anhabe, ist, wir haben eine wunderschöne Hochzeit. Ja, der liebe Sinan P. hat eine neue Freundin. Und ich bin sehr stolz auf ihn, ja, dass er eine neue Freundin hat. Du bist erwachsen geworden, lieber Sinan. Also, ich freue mich sehr für dich. Und weil es eine Special-Folge ist, werde ich euch natürlich auch offenbaren, wer seine neue Freundin ist. Und ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass diese Folge eine besondere sein wird. Also, holt euch Popcorn, genießt es, vergesst nicht, dieses Video komplett auseinanderzunehmen und diesen Support zu geben, den es auch verdient. Mit diesen Worten, ab mit dem Intro und auch danach mit dem Video. Here we go! Es ist ja heute Teil 10 dran, also eine Special-Folge. Und in Teil Nummer 2 habe ich darüber geredet, dass der liebe Sinan ein Verbrecher sei. Er hat das selber in seinem Stream zugegeben und war sehr stolz darauf. Ich und Arrogante sind einmal in eine Bank eingebrochen. In Bochum. Können wir kurz realistisch bleiben? Dieser Typ ist stolz darauf, dass er und seine neue Freundin eine Bank ausgeraubt haben. Und ihr habt es richtig gehört, seine neue Freundin. Denn der arrogante Pate, ja, den ich früher sogar mit dem Song Yahopi gefeiert habe, hat bei mir komplett ausgekackt, sagen wir es mal so. Und für mich ist er mittlerweile nicht der arrogante Pate, sondern die wunderschöne Patin, die Freundin von Sinan P. Das Ganze hat auch seinen Grund. Er war heute live und hat Stellungnahme bezogen, speziell weil er Sinan ihn erwähnt hat im Stream und darüber geredet hat. Der liebe Sinan hat ja seine Freundin gut dargestellt. Meine Patin, wir haben so viel erlebt, wir sind Freunde, wir haben eine Bank ausgeraubt. Und es hat harmoniert. Es hat einfach gepasst. Die beiden zusammen, Sinan P. und Patin, das ist füreinander bestimmt. Das ist wahre Liebe. Und deshalb reagieren wir auf die Freundin vom Sinan P., die Patin, die heute auf TikTok live war und über Sinan P. geredet hat. Nichts da reingesteckt und wollte sich nur so ein bisschen lustig machen. Und das Mädchen hat das Video geschnitten und hat es so getan, als wenn es ernst wäre. So. Wir fangen an. Ich habe einen Feind mehr. Die arrogante Patin wird wahrscheinlich auch jetzt mir drohen, privat oder auch Leute schicken, wie üblich. Diese Serie starten übrigens, weil ihr das im letzten Video auseinandergenommen habt, ja. Wir werden die Serie starten, indem ich euch meine Drohnachrichten immer wieder vorlese und danach zur Polizei gehe. Also ich werde sowieso rechtlich vorgehen, aber im Endeffekt werden wir unseren Spaß davon haben und euch zeigen, was für Drohungen mir reingeschickt werden. Deshalb freut euch darauf, denn morgen kommt schon ein neues Video dazu und ich kann euch nur eines sagen, Arafat. Mehr sage ich nicht, das wird ekelhaft. Deshalb ballert das Video hoch bei 500 Likes, Freunde, wenn ich merke, wenn ihr die Folge auseinandernehmt, morgen Arafat. Ich werde euch zeigen, was für ekelhafte Drohungen gerade reinflattern. Es wird ekelhaft, Freunde. Okay, kommen wir jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Die Patin behauptet, die Freundin von Sinan hat das Video bearbeitet und es so schlimm dargestellt.
Guck mal, Patin, wenn du schon den lieben Sinan in Schutz nehmen möchtest, dann mach es schlau, mach es gut, aber mach es nicht so schlecht. Denn erstens, die Freundin hat keine Ahnung vom Video bearbeiten, sondern der Ton und das Ganze, was bearbeitet wurde, wurde von MC Bogi und Bilash gemacht, die Tontechniker etc. Zweitens, die Ex-Freundin hat das Ganze nur veröffentlicht oder weitergeschickt. Bearbeitet hat sie nichts. Und wenn du behauptest, schlimmer gemacht, zeigst du somit, dass es nicht so schlimm sei? Willst du damit sagen, das Ganze ist nicht so schlimm, es wurde nur so schlimm dargestellt? Wie gesagt, ihr passt sehr gut zusammen, ja, ihr beiden so. Aber es ist ekelhaft, ekelhafte Aussagen. Aber gucken wir weiter. Der Sinan hat sich aufgegeilt, sie auch, das hat er auch zugegeben. Aber dass Sinan sich da was reingeschoben hat, stimmt nicht. Okay, wenn es die Freundin sagt, dann ist es so. Also Freunde, Eilmeldung. Das Silber ist wieder da. Es ist wieder auffindbar für den einen oder anderen. Sucht es. Es ist wieder draußen. Jetzt fehlt nur noch das Gold von Katar. Dann haben wir alles. Ja, und die Karotte. Die Karotte habe ich ja komplett vergessen. Wir wollen das Verfahren, ich und Sinan, auf Twitch eröffnen. Er will mit mir auf Twitch gehen und mit mir darüber reden. Freund und Freundin auf Twitch gehen, das ist, glaube ich, das Beste, was passieren kann. Ja, ihr werdet ein Verfahren auf Twitch eröffnen. Wie spannend, wie krank gut, Digga. Leute, seid aktiv und pusht Sinan G und Patin, ja, pusht die beiden, die werden auf Twitch live gehen und ein Verfahren eröffnen. Wow, wow, wow. Sobald der Sinan nicht die Wahrheit sagt und sich entlastet, was alles, was ihm vorgeworfen ist, betrifft, werde ich mich von dem distanzieren. Warte mal kurz. Hat er nicht gesagt, er wird live gehen mit ihm auf Twitch und dass das Video bearbeitet wurde und es so schlimm getan und dass das Sinan sich nicht so... Patin? Patin, hast du gerade deine Tage oder warum hast du deine Meinung geändert? Warum distanzierst du dich jetzt auf einmal? Oder habe ich mich vertan? Hören wir mal weiter. Weil ich kann nicht mit einem Menschen rumlaufen, Wagner, Sachen gemacht hat, die so sind. Aber da ich ihn jahrelang kenne... Digga. Okay. Habt ihr vielleicht mitbekommen, was sein Freund, der im Live dabei ist, gesagt hat, mittendrin, wo arrogante Party geredet hat? Hören wir noch mal ganz kurz rein. Weil ich kann nicht mit einem Menschen rumlaufen. Wagner! Wagner! Ey, Wagner! Digga, liebe Grüße! Patin, was hast du noch mal gesagt? Ich war gerade nicht dabei. Ach, ja genau, du willst dich distanzieren. Gucken wir weiter. Ihr müsst euch ja vorstellen, der Sinan war ja live und hat seiner Freundin natürlich Props gegeben. Er hat gesagt, ja, die Patin, wir haben eine Bank ausgeraubt. Er ist so cool, ja? Und die Patin hat natürlich dann sich gedacht, ja, er gibt mir gerade Push, die ist das. Ja, wir sind Freunde, er hat nie was getan. Alles nur Fake. Das Traurige bei allem ist ja, dass im Stream Sinan gesagt hat, dass die Patin ihn nochmals angeschrieben hat und gesagt hat, ey, lass uns nochmal diese Sache machen. Ja? Das heißt, diese Menschen lernen aus ihren Fehlern nicht. Die haben schon mal eine Bank ausgeraubt und wollen es wieder tun. Und solche Tatwiederholungen, Digga, wie kann man darauf stolz sein? Ihr lernt nicht mal aus euren Fehlern. Und deshalb denken sich sehr viele Menschen, dass der liebe Sinan nicht aus dem gelernt hat, was er ja getan hat. Weil er ein Wiederholungstäter ist. Und alle seine Freunde wegen einer Reichweite und wegen irgendwelcher Leute, die wissen nicht, auf welchen Yacht die sitzen, einmal reden die über ihn. Wallah, ich sag dir das. Okay. Er ist so, morgen sitzen die mit ihm. Kennt ihr das, Freunde, wenn mittlerweile Leute schwören, aber ihr sie nicht mal glaubt? Ja, das ist so traurig. Ihr schwört und man glaubt euch aber trotz allem nicht. Zweitens, du redest über dich selber, Patin. Du bist derjenige, der vorhin ihn in Schutz genommen hat, jetzt sich aber distanziert, jetzt wirst du dann gleich wieder ihn wieder in Schutz nehmen. Ihr seid so wie Bambas, Digga. Was soll ich sagen? Einmal so, dann einmal so, einmal so. Keine Ahnung, Digga, wie Klimawandel. Dann wird er gepostet, man wird gepusht, man fährt zu Menschen hin, bettelt Macht, damit man Kontakt hat und versucht immer in der Öffentlichkeit zu sein und immer höher und höher zu gehen. Erwartet nicht von mir irgendeinen Kommentar, Digga. Ehrlich, mein Kopf raucht und ich glaube, keiner checkt, was er da redet. Ja, ich glaube auch, die Fliege, die gerade hier herumfliegt, die will einfach raus.
Die hat keinen Bock mehr auf dieses Video und auf das, was die Patin da sagt. Mit einer Art, die für mich persönlich eine heuchlerische Art ist. Meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Sendung Doppelmoral. Hier sehen wir ein wunderschönes Beispiel. Menschen, die über heuchlerische Art reden, obwohl sie Heuchler erschaffen haben. Diese Menschen sind die Heuchler in Gestalt und reden davon, ich mag keine heuchlerische Art. Ich hoffe, die Serie hat euch gefallen und wenn ihr mehr von diesen Serien sehen wollt, dann besucht uns morgen um 20.15 Uhr in der neuen Episode Teil 11. Abonniert den Kanal. Okay. Ja, aber so sind die so für mich ist das Menschen gestrickt. Okay. Ist auch so. So. Ja. So. Okay. So. Und dass jetzt jeder gegen Sinan G schießt und Sinan so schlecht darstellt und okay, Sinan hat auch eine Sache gemacht, die ich auch überhaupt gar nicht verstehe. Er hat kein vernünftiges Statement dazu abgegeben. Diese Leute, die gegen Sinan G schießen, obwohl er hat ja auch einen Fehler begangen, also er hat schon etwas getan, was nicht korrekt ist, ja. Aber diese Leute, die gegen Sinan G schießen, ich kann, das ist ein Zungen, probiert das mal zu Hause. Sinan G schießen, Digga, das ist voll schwer. Sinan G schießen, ja, jetzt geht's. Nee, hat er nicht. Weil er vielleicht nicht weiß, wie er damit umgehen soll, aber... Ich kann euch eins sagen, Wallah Billah, ich schleim nicht bei Sinan, ich habe Sinan wirklich auch beleidigt und ich sag dir warum. Bevor du uns sagst, was für Beziehungsprobleme du und Sinan habt und diese ganzen Beleidigungen, ja, möchte ich nur eines sagen. Du willst uns erklären, er weiß nicht, wie er mit der Sache umgeht, deshalb waren die Statements schlecht. Als wir klein waren, wurden wir von unseren Eltern so erzogen, wenn wir einen Fehler begangen haben, hatten wir drei Punkte, nämlich den Fehler einzusehen, sich zu entschuldigen und das Beste daraus zu machen, nicht mehr den Fehler zu machen. Der Sinan hat keines dieser Punkte gemacht. Und wenn, dann hat er uns eigentlich nur veräppelt. Er hat sich entschuldigt und die Entschuldigung war fake. Er hat uns belogen und er hat nicht aus seinen Fehlern gelernt. Also rede nicht davon, dass er nicht wusste, wie er mit der Sache umgeht. Die Sache hätte ganz anders aussehen können. Es gab sehr viele Menschen, die Skandale gemacht haben. Und es gab auch sehr viele Menschen, die Reue gezeigt haben und das Beste daraus gemacht haben. Und das hat der liebe Sinan nicht getan. Weil ich hasse es, wenn Menschen zu meinen Landsleuten gehen und immer wieder Landsleute von mir kommen und sagen, wegen mir. So. Ich fühle mich dann irgendwo so, jeder versucht dann, ja, wegen mir, warum wegen mir? Ja, tamam, ich tu dir den Gefallen, mach nicht. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Diese Menschen, ich respektiere die, kein Problem, weil das meine Landsleute sind, weil es auch... Okay, Patin, deshalb hast du ihn also beleidigt, Digga. Du beantwortest meistens nicht mal das, was du redest, aber das ist jetzt nicht unsere Sache. Die Patin möchte uns erzählen, so hinter den Kulissen wird geredet, so mit den Landsleuten, hör auf, rede nicht über ihn schlecht, dies, das, sei lieber leise und dann wird das auch gemacht, damit die einen oder anderen, ja, Frieden haben. Im Endeffekt, ja, das ist leider so, das ist das Traurige, deshalb hat man keine Meinungsfreiheit, das passiert mir auch privat. Viele schreiben mir, und ich sag's euch, Freunde, wenn ihr Bock darauf habt, morgen... Ich zeige euch, was für Drohungen wieder reinkommen. Ihr habt das letzte Video wieder auseinandergenommen und das mit der Bedrohung habt ihr auch auseinandergenommen. Ich küsse euer Herz für eure Liebe und für die Zuneigung. Schaut auf Instagram vorbei, Freunde. Da bekomme ich ja die meisten Drohungen oder in den Kommentaren. Da werdet ihr sehen, was gerade passiert und was Arafat von mir haben möchte. Das ist extrem krank, Freunde. Wenn ich sehe, das Video hat 500 Likes, weil es auch eine Special-Folge ist, wird morgen dieses Video online kommen. Ansonsten, Freunde, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn wir 25.000 Abonnenten knacken. Wenn wir es nicht schaffen, easy peasy, dann ein anderes Mal. Aber ansonsten freue ich mich sehr, dass wir wachsen und dass die Community steigt. Deshalb an jeden, der mich supportet, da ist und mir einfach Liebe gibt, ich küsse euer Herz. Ich muss mich aber jetzt beeilen, weil die Hochzeit ist bald und Silver P und die Patin heiraten, ja? Also, Freunde, bewertet das Video, abonniert den Kanal, los geht's, Digga. Wartet, ich komm gleich. Silver P, Patin, wartet.